wollte ich dieses Video gar nicht machen, denn die Gefahr ist groß, dass falsche Hoffnungen geweckt werden. Schon in meinem letzten Video zu diesem Thema habe ich gesagt, einen Messerangriff unbeschadet abzuwehren, ist meiner Meinung nach kaum möglich. Aber viele von euch haben mich in den Kommentaren zu dem Video gefragt, wie man sich verhält, wenn eine Flucht nicht möglich ist. Wenn man zum Beispiel mit dem Rücken zur Wand steht. Eine sehr gefährliche Situation, wie ihr heute sehen werdet. In diesem Fall wissen wir nicht, wie es zu der Verfolgung kam. Aber in den meisten Fällen ist das Ego schuld an der Auseinandersetzung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf. Merkt euch das. Aber jetzt zur Szene. Der Mann mit dem Messer rennt dem Opfer hinterher. Dieser läuft in einen Hinterhof ohne Ausweg und muss sich dem Gegner stellen. Schlimmer geht es kaum. Die Chancen, unbeschadet aus dieser Situation herauszukommen, sind extrem gering. Das scheint auch das Opfer zu erkennen. Man sieht hier gut die Verzweiflung im Gesicht des Mannes, als er realisiert, dass es keinen Ausweg für ihn gibt. In so einem Moment schüttet der Körper Unmengen an Adrenalin aus, die es schwer machen, sich zu bewegen. Hier kommt es häufig zu einer Schockstarre, die einen förmlich einfrieren lässt. In meinem E-Paper schreibe ich auf Seite 9 mehr zu dem Thema. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Der Verteidiger merkt, dass er keinen Ausweg hat. Er geht zurück. Der Angreifer treibt ihn in die Ecke und sticht zu. Was dann passiert, ist interessant. Der Verteidiger kann den ersten Stich blocken. Das Problem dabei, der Angreifer sticht einfach weiter. Wahrscheinlich hat er das Opfer schon beim Blocken am Arm verletzt. Genau das macht einen Messerangriff so gefährlich. Und der Angreifer sticht immer weiter zu, bis das Opfer zu Boden fällt. Was hätte der Mann in der Situation noch tun können? Ich hab's dir gesagt, Mann! Oh shit. Ein sprichwörtlicher Kampf um Leben und Tod. Der Mann hat hier die entscheidende Sekunde genutzt, um sich auf die kommende Auseinandersetzung vorzubereiten. Aber was hat er genau gemacht? Hier sieht man es. Er nimmt seine Arme senkrecht vor den Körper. So schützt er seinen Oberkörper vor Stichen. Zusätzlich dreht er seine Handgelenke nach innen. So schützt er die lebenswichtigen Pulsadern vor Schnitten. Das ist wichtig und kann euch bei einem Angriff das Leben retten. Ihr müsst wissen, dass es keine Technik gibt, die gegen einen Messerangriff immer funktioniert. Die perfekte Lösung gibt es nicht. Aber es gibt Techniken, die ihr auf gar keinen Fall einsetzen sollt, weil sie nicht funktionieren. Zum Beispiel jede Form von nach vorne geschobenen Armen. Ihr dürft eure Arme nicht so weit nach vorne nehmen, denn das ist eine Einladung für den Gegner, euch mit dem Messer am Arm oder an der Hand zu verletzen. Schützt besser euren Körper und euren Hals. Das macht der Verteidiger hier gut. Dann geht alles ziemlich schnell. Im Gemenge mit dem Messer schafft er es, den Waffenarm des Gegners zu fixieren und rettet sich mit einer Verzweiflungstat. Er gibt dem Aggressor einen Kopfstoß. Dieser setzt dem Messerstecher so zu, dass der Verteidiger fliehen kann. Ich kann es nicht oft genug betonen. Einen Messerangriff unbeschadet abzuwehren ist nahezu unmöglich. Solltet ihr trotzdem in die missliche Lage geraten, euch gegen einen Messerstecher verteidigen zu müssen, kämpft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und der Gewissheit, verletzt zu werden. Aufgrund des Adrenalins in eurem Körper werdet ihr es wahrscheinlich im direkten Kampfgeschehen nicht einmal mitbekommen. Genauso ist es bei dem Mann in dem Video ergangen. Während des Kampfes hat er gar nicht gemerkt, dass er verletzt wurde. Was hätte der Mann sonst noch machen können, um seine Chancen zu steigern?
Wie könnt ihr im absoluten Ernstfall eure Chancen ein klein wenig erhöhen? Nutzt eure Umgebung und greift, was ihr gerade findet. In einer Kneipe ist der Barhocker eine gute Waffe gegen ein Messer. Habt ihr vielleicht einen Regenschirm dabei oder eine Getränkeflasche? Habt ihr eine dicke Jacke, die ihr euch um den Arm wickeln könnt? Solltet ihr allerdings im Sommer unterwegs sein, fallen Jacken und Regenschirme meist weg. Wie rettet ihr euch, wenn ihr nichts mehr zur Hand habt? Nee, mein Freund. Hau ab! Leg das Messer hin! Leg es hin! Auch hier gerät der Mann in die Sackgasse, verhält sich aber in der Folge schon sehr intelligent. Er brüllt den Angreifer an und greift zeitgleich in seine Hosentasche, zückt seinen Schlüsselbund und wirft ihm diesen mit aller Kraft ins Gesicht. Die reflexartige Schrecksekunde, die dieser braucht, nutzt der Verteidiger zur Flucht. Sehr gut. So ein Schlüsselbund ist ziemlich hart und gibt ein prima Wurfgeschoss ab. Außerdem ist der Schlüsselbund etwas, das wir alle immer dabei haben. Wer verlässt schon das Haus ohne Schlüsselbund? Natürlich könnt ihr auch ein paar Münzen verwenden, wenn ihr welche in der Hosentasche habt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eher nicht so hoch, gerade in Zeiten, in denen wir immer öfter mit Karte oder sogar mit unserem Handy bezahlen. Ich persönlich würde noch etwas anderes empfehlen. Einen solchen kurzen Stock, den ihr in der Tasche mit euch führt, es gibt verschiedene Ausführungen, zum Beispiel den sogenannten Tactical Pen, ein Kugelschreiber, der sehr stabil ist und den man dann für diese Zwecke auch einsetzen kann. Oder, das wird Kubotan genannt, gibt es auch mit Schlüsselring oben dran, kann man als Schlüsselanhänger verwenden und kann auch entsprechend einsetzen. Als anderes Beispiel noch, dieser Mini-Zollstock gilt auch nicht als irgendwie Waffe oder sowas, ja. Kann man mit sich rumführen. Oder so ein Textmarker, der besonders stabil und groß ausgeführt wird. Mein Favorit ist der Tactical Pen und den kann man immer dabei haben, man hat immer einen Kugelschreiber dabei und eignet sich sehr gut für diese Aufgabe. Wenn man so einen Stock mitführt, sollte der oben und unten immer ein bisschen aus der Hand rausragen, sodass man den verwenden kann mit beiden Enden. Wenn er zu weit rausragt, dann kann man ihn leicht aus der Hand nehmen, wenn man weiß, wie es geht. Nun verwenden wir unseren Arm wie einen Hammer, indem wir mit dem harten Teil möglichst auf harte Stellen beim Gegner treffen. Die Finger, den Mittelhandknochen und so weiter. In der Folge dann auch Schläfe oder Auge oder Hals, Sinus caroticus zum Beispiel. Das klingt erst einmal brutal, aber durch die Bedrohung mit der Klingenwaffe sind wir gezwungen, den Gegner zu stoppen, ansonsten werden wir schwer verletzt. So eine Behelfswaffe nützt euch natürlich nur etwas, wenn ihr sie dabei habt. Auch hier ist Training notwendig, speziell wenn man damit gegen einen Messerangreifer ankommen will. Nehmt den Palmstick nicht mit, wenn ihr irgendwo hinfliegt, denn das gibt Probleme bei der Sicherheitskontrolle. Wie aber ist die rechtliche Situation? Hier in Österreich sind diese Behelfswaffen legal. Das heißt, sie dürfen auch mitgeführt werden. In Deutschland führt das zu einer Ordnungswidrigkeit. Auf Veranstaltungen ist es sogar strafbar. Erkundigt euch regelmäßig in eurem Land, wie die Gesetze sind, denn diese können sich ändern. Aber wie immer gilt, das beste Werkzeug nützt euch nur etwas, wenn ihr damit regelmäßig übt. Und vergesst nie, die beste Messerabwehr ist die Flucht. Wie würdet ihr in einer solchen Situation reagieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver. Wing Chun, die intelligente Selbstverteidigung. 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.